Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier beim Let's Play von Dark and Light zusammen mit Hippo, Sound Coach, moin! Und ein paar Lavatigern, die soeben wild geworden sind. Oh je. Kommst du, bist du dann gekommen, Xa? Ne, von oben nicht, aber da ist ein bisschen näher dran, ist, kann das gehen. Pass auf, ich versuche die zu. Ne, warte mal. Echt jetzt? Ja, du musst den echt. Du musst in die auf. Oh, 84 haut der rein, wa? Alter, uhu. Oh, ne, kommt der zweite jetzt auch noch. Ja, puh, also mit tanken ist nicht. Ja, ist okay. Einfach hier. Ja, okay. Dann mach das von da. Mach mal, versuch mal. Aber ich glaube nicht, dass du das schaffst. Na, da ist mein Geier jetzt im Weg. Vorsicht! Warte mal, ich hätte eine Idee, Xa. Steig mal ab von deinem Geier, vielleicht kann ich dich greifen. Nee, warte mal. Flieg mal mit dem Greifen auf Höhe, dass sie dich nicht erreichen, aber dass sie dich sehen, dass sie unter dir stehen. Das dürfte doch vielleicht gehen, oder? Das geht, ja. Sie erreichen mich. So? Nee, dann lassen sie sofort los, wenn sie nicht an mich rankommen. Hm. Steig mal ab und ich schau mal, ob ich dich greifen kann. Na, Moment, dann stell ich mein Greifen ein bisschen höher. Ja. Was heißt greifen? Mein ja, sowas greifen ähnliches. Möchte gern greifen oder so. Greifen kattet. Da stehst du. Kannst du ein bisschen vorkommen an die Klippe? Ich hoffe, ich rutsche jetzt nicht, aber ja. Bist du unter mir? Wenn du rutscht, Komm mal genau unter mich. Jo. Und? Ja, denk dran. Aber ich bin kein Lebendfutter, ja? Nee. Was sagst du so? Du kannst ja, wunderbar. Du kannst deinen Bogen nehmen, ja? Ja, dann halt mal an. So? Ja, ich sehe jetzt zwar nur Greifenarsch, aber... Ah, das ist natürlich schwierig. Schau mal. Hab ich getroffen? Greifen hast du getroffen. Okay. Mist. Ja, vor allem kriegst du den Pfeil nicht am Boden festgenagelt, gell? Alles so schwierig. Wir sollten uns mal einen von den Steinen hier vorne nehmen. Da kommen die da auch nicht hoch, oder? Da können wir doch in Ruhe runterschießen. Mach mal. Kommen die hier hoch? Ja, also ich fand es überraschend, wo überall NPCs hochkamen. Bringst du mich wieder hoch? Ja, mach ich. Oder willst du mich jetzt hier... Fand das eigentlich ganz nett. Also hier scheinen die nicht hochzukommen. Nee, da kommen die nicht hoch. Dann kannst du sie dann kriegen von da? Jetzt bist du wieder hochge... Irgendwie wieder hochgeschleudert schon. Bei mir. Aber ich komm, glaube ich, nicht mehr in meinen Greifgarn. Pfeifen. Die kommen relativ weit runter, wenn du das auf Follow hast. Und? Kommst du da dran, Hippo? Oh, oh. Noch nicht, Moment. Ja. Ah, siehst du. Festgenagelt oben. Geht das? Scheint so. Ja, am Felsen festgenagelt, ja, perfekt. Dann komme ich jetzt auch rüber. Hat sich sofort losgerissen, aber ist ja in Ordnung. Ja, die Frage ist nur, wo will er jetzt hin? Alter, du hast mich hier runtergeschubst! Was hab ich? Oh. Lava-Tiger kommt. Hilfe! Hilfe! Ja, ich habe einen Lava-Tiger mal abgefangen. Oh, ich hänge. Wo bist du? Hippo. Ich versuche gerade da wieder hochzulatschen. Ja, ich bin wieder oben. Okay, dann kommt auch der Tiger hoch, da kannst du sicher sein. Ja, aber nicht von der Seite hier hinkommt, ne? An der Stelle wird er. Ne, er läuft ja nicht unbedingt nicht zwangsweise hin, wenn die jetzt hier vorne. Also der Eisimp, den ich da im Eis, der mich da irgendwie durch das halbe Eisgebiet gejagt hat, der war sehr, sehr flexibel, was das betrifft. Ja? Ja, ich war sehr überrascht. Ja, cool, ja, du hast auch einfach nur Pech gehabt. Das ist richtig. Ich habe immer nur Pech. Keine Ahnung, manchmal trifft man, manchmal nicht, ne? Ja. Leider zu 90% nicht. Hä, ja, steht jetzt auch noch so blöd an so einer Klippe, kann das sein? Wir können ja nochmal versuchen, den irgendwie beiseite zu räumen, aber... Ey, ich schieße hier immer gegen irgendwelche unsichtbaren Wände, das ist das Problem. Immer so frei und... Huch? Dachte, ich habe jetzt schon wieder hin. Achso, ich muss erst... Ja. So. Hui. Haben wir sonst noch irgendwelche Pläne? Wieso? Was denn?
Ja, irgendwie, ich kann hier von dem Stein nicht wirklich runterschießen. Ich schieße immer gegen unsichtbare Wände. Genau, ich sah auch. Ich hab doch mal gerade getroffen. Das ist hier. Ach so, okay. Ja, ein, zweimal, ja, aber... Ja, 90% der Schüsse gehen daneben. Oh ja, jetzt hab ich's. Ich treff. Okay. Ja? Aber ich seh keine neuen Verbindungen. Ich hab jetzt auch, glaube ich, gerade so ein bisschen die Aufmerksamkeit von denen. Weil die beide in diese Ecke jetzt gerade gucken hier so. Und dann hat den einen da mal schön Pfeile rein. Vielleicht trefft ihr den anderen ja auch schon. Dann, Okay. Wir machen noch nicht, schießen wir noch einen Stein rein. Ja, aber Xa hat ihn gut getroffen, den einen. Ja, ja, hat er auch. Hier jetzt, den nächsten. Problem ist, ich schwebe hier auch in der Luft. Ich weiß nicht, wie weit ich noch nach vorne gehen kann und, Okay, ich habe hier dasselbe Problem wie du. Ich glaube, bei Xa ist in der Tat. Eieiei. Was denn? Oh. Ich habe gerade versucht, von meinem Greif zu schießen. Bogen kaputt. Und habe ihn ganz gepflegt. Gelandet. Im Flügel geschossen. Ich treffe die zwar irgendwie auch, aber irgendwie. Also man sieht diese minus 1 bei denen aufploppen. Aber ich krieg keinen Anker. Aber irgendeiner ankert doch da. Ja, ich. Achso. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Achso, willst du von mir die haben? Ja, gerne. Warte, bleib da. Lass mich mal dahin, wo du bist, dann kann ich. Warte, nicht bewegen, jetzt alle still stehen bleiben, wie ihr seid. Sag, kannst du zu mir herkommen? Na, mal. Ich hab jetzt. Dass ich Koya da runterschmeiß. Ja, mach mal. Okay. Ist alles okay. Ich hab dem jetzt auch schon wieder 10 Pfeile in den Kopf geschossen hier. Greifen? Sind drin. Lass uns mal den. Ich glaube, der hat genug Pfeile. Ja, aber dann nimm doch den anderen noch, weil der andere. Du musst jetzt einen Baum da quasi wegklappen. Hast du rausgenommen? Nö, da liegen keine drin. Soll ich den mal eben wegziehen? Ja, zieh mal weg. Quatsch. Den hier vorne. Perfekt. Danke. Ich glaube, du musst dafür den Baum umhauen, in der Tat, wie Kurt ja, sagt. Ja, und dafür, warte mal, dann lenke ich bei ihm so lange den anderen ab. Meinst du? Na, warte mal, ich guck ja, mal, ob ich den hier krieg. Baum wegkloppen. Der hängt fest. Oh je. Aber wenn du oben den Baum triffst, ist okay. Das reicht, du kannst mit dem Geier den Baum umhauen. Echt? Okay. Ansonsten mach ich es mit dem Greif, mit dem geht's auf jeden Fall. Den anderen habe ich jetzt kurz okay, abgelenkt. So, jetzt läuft er. Oh, shit. Oh, das hat nicht gereicht, oder das was? Das hat nicht gereicht! Aber er flieht. Flieg mal hinterher. Versuch mal wieder. Ah, da kommt er. Er kommt wieder. Pass mich auf, der andere ist hier. Ah, scheiße. Nein, er geht auf den Bahamut. Er geht auf den Bahamut. Hau den Bahamut um. Scheiße. Mit meinem kleinen aber dann frisst er den. Ja, das ist ja okay. Er soll er noch fressen. Dann ist er wenigstens wieder geheilt. Scheiße. Vorsicht, du triffst auch den... Okay, er frisst ihn. Er frisst ihn nicht. Okay, ich bringe wieder mit. Hast ich du wieder Pfeile, Xa? Reingeschossen habe? Ja, ich Xa steckten ja auch noch zig drin. Ich hab auch locker 20 Pfeile da reingesammelt noch. Ja, die brauchen ziemlich viele, ich hab... Bringst du ihn wieder dahin, wo der Baum war? Versuch's aber. Ja, das ist gut. Ah, bleib doch stehen. Ich muss eben was trinken, ey. Couch, kannst du mich kurz abholen? Dehydrated, okay. Hier oben. Richtung meinem Vogel. Der haut schon wieder ab. Bei deinem Vogel? Wo ist dein Vogel? Jo, hier springe ich hier unten. Siehst du mich? Ja. Kannst du den irgendwie nochmal hier rüber locken? Versuch's, warte. Warte, ich lasse die Katze im Hintern. Danke. Und jetzt drüben mit absetzen. Ah, er kommt. Glaube ich. Nee, weiß nicht. Was macht er? Ich glaube, der hat noch einmal in den Bahamut gebissen. Ja, das kann sein. Ich... Nicht wundern, warum... Kannst du mich da fallen lassen? Perfekt, ja. Danke. Was? Katze liegt? Nee, Katze liegt nicht. Ach, verdammt. Nee, das sah so aus, ganz kurz. Du bist als mit deinem Vogel in meinem Weg. Nein, ich bin runtergefallen. Ah! Hilfe! Katze hat Akku auf mich.
Ich hab die Katze hier am Hals! Meine Katze! Hilfe! Das war nicht dein Ernst. Doch! Ich bin ja runtergefallen, habe ich gerade gesagt. Ja, renn weg, renn weg. Ja, ich kann nicht. Ich bin irgendwie gebunden. Ich weiß nicht. Oh, ich habe keinen Kopfwerb gerade ausgerüstet. Ey, ich bin gleich tot. Habe ich nicht? Nee. Habe ich dich nicht. Ich. Warum? Wo bist du denn jetzt? Ich weiß nicht, was los ist. Hier kommst du nicht hoch. Nein, ich back total durch die Gegend. Ich bewege mich überhaupt nicht. Bleib mal stehen. Ich kann nicht. Ich bewege mich nicht. Als würde ich an einem Seil an der Katze hängen. Ja, das ist, wenn du das Seil nicht absetzt. Nee, ich habe kein Seil, keine Verbindung gehabt. Jetzt habe ich. Jetzt nimmt sie mir ab. Ich gebe gleich um. Hilfe! Nimm sie mir noch ab, Coach! Coach, du hast mich von meinem Vogel runtergezogen! Warum denn? Schon wieder! Komm auf damit, Coach! Was? Du hast mich schon wieder von meinem Vogel runtergezogen! Ja, hör doch auf, Mensch! Ja, super, jetzt ist Scheiße! Zweimal hast du mich jetzt von meinem Vogel runtergezogen. Warum? Weil ich dich aufsammeln wollte. Ich bin doch ganz woanders gewesen. Nee, bist du nicht. Doch, ich bin auf der anderen Seite vom Stein gewesen und hochgelaufen in der Zeit, wo du jetzt... Nee. Doch, wo du an Hippo hängst, war ich schon längst auf der anderen Seite. Nein, warst du nicht. Ach, doch. Oh, scheiße, ey. Die Katze, die 96er, liegt gleich, die ist schon langsam und gerade abgehauen. Ja, die ist das zweite Mal schon abgehauen. Mal schauen. So, hier trifft man in der Tat. Was machst du da, Coach? Ich verprügel jetzt den anderen Tiger. Nein! Mit welchen Pfeilen wollt ihr den denn noch betäuben? Ja, du hast aber auf den... Kurz zurück und hol einen. Ja. Die kriegen wir schon hin. Außerdem habe ich noch 5 Pfeile. Das ist der Wahnsinn. Nee. Oh, jetzt hab ich in den falschen Tiger geschossen. Egal, drauf. Nee, ich habe noch 55 Pfeile hier. Problem wird eher der Bogen. Bögen habe ich noch. Ich müsste meine gleich reparieren. Und damit ist der erste kaputt. Und da liegt die eine Katze, oder? Nee, auch nicht. Nein, der liegt nicht. Nicht? Ja, liegt denn der alte Holzmichel nicht? Ja, liegt. Ja, die eine liegt und den 96er noch nicht. 96er kriegen wir auch noch, 50 aber Pfeile, komm. Die sollte auch schon was abbekommen haben. Ja, die hat jetzt auch eben gerade den Flucht. Tiger hat auch ganz schön Schaden, der 84er. Ja, da hat ja auch gerade schon dran rumgenagt. Ja, aber ich denke mal, das wird nicht großartig. Oh ja, ich bin ja auch kaputt. Gute Idee, Xa. Das war Hippo. Gute Idee, Hippo. Triffst du den? Ja, einmal habe ich ihn getroffen, jetzt treffe ich ihn wieder nicht mehr. Keine Ahnung, warum. Warte, ich komme auch mal kurz zu euch runter. Wahrscheinlich hat die Akku auf mich. Ansonsten, ganz ehrlich, ihr seid doch noch fit, oder? Ich bin auch schon ein bisschen angefressen. Okay. Was ist das für ein Greif da unten? Ist das meiner? Das ist meiner. Schießt ihr vielleicht mal? Wir versuchen es. Ich treffe ihn, hier ausnahmsweise mal. Sitzt du da drauf auf dem Greif? Ich sitze drauf, ja. Achso, ja. Ja, aber warte, ich muss gleich mal eben hoch beim Greif hier ein bisschen nachtanken. Ja, mach mal. Steig ruhig, hau ab. Der hat viele Pfeile drin gerade. So oft wie der schon geflohen war, müsste der eigentlich jetzt echt mal umliegen. Muss weg. Ey, das gibt's ja gar nicht. Was ein Mördervieh. Kannst du ihn mal wiederbringen, Coach? Was? Den Katzi-Tatzi. Ah, jetzt kommt er. Na komm schon. 38 Pfeile habe ich noch, das schaffen wir. Jawohl. Wir haben schon Nummer 2 reingesetzt. Du musst doch jetzt langsam umfallen. Du bist müde. Deine Pfoten werden schwer. Keine Ahnung. Ich hab ein bisschen Angst um den, dass der da hinten aufwacht. Weißt du, wie schnell die wieder Constitution kriegen? So schnell nicht. Eigentlich also glaube ich so zumindest nicht. Ich hab nur noch 4 Pfeile. Oh, der hat noch. Bin wieder runtergesammelt, nur so nebenbei. Ja, ich ja.
Kommst du nochmal zum Tanken, Coach? Ja, ich komm. Warum setzt denn der den nicht? Was? Warum interessiert er sich nicht für mich? Weil er sich für mich interessiert, ich weiß es nicht. Nee, der ist so im Halbfluchtmodus, habe ich das Gefühl. Naja. Oh. Der flieht schon wieder, ist unglaublich. Hey, du, Kollege! Hey, Kollege, wo ist du? Hey, Kollege, hey, ja, der hat kaum was verloren, der eine hier. Ups. Nee, der ist. Wo ist der jetzt hin? Ich weiß nicht, baden oder so. Kann einer von euch schon mal einen Trog da hinstellen? Nee, ja, das ist jetzt erstmal egal. Der scheiß Trog ist gleich schnell gebaut. Hol mal den. Hol den mal wieder her. Geh mal hinter dem her. Er ist ja ins Wasser gegangen. Der ist da unten, der kommt jetzt nicht hoch. Hat irgendwer Blümchen von euch bei? Blümchen? Ne. Wo sind der jetzt? Ach, da unten. Ah, ist das nicht. Bei der ganzen Meute. Da kommt, vor allem kommt der da nicht hoch jetzt. Da ist. Baut jetzt mal bitte einen Trog, dann können wir wenigstens den einen schon mal eben. Ich baue einen Trog. Und hier. Was machen wir jetzt mit dem? Der ist jetzt hier unten inmitten von Feuerelementaren und Imps. Ah, er kommt wieder! Coach! Oh, nee, hat wieder umgedreht. Hä? Wo ist er? Da, Katzi! Doch gerade einen fucking Trog gebaut. Wo ist denn der jetzt? Im Inventar. Vielleicht auf deine Schnellzugriffsleiste. Nein, Katzi, rutscht. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Wehe, du fällst jetzt im Wasser um. Danke, Kickster. Kannst du da unten die Feuerelementare wegmachen? Ich hab den jetzt so ein bisschen separiert vom Rest. Mach ich sofort. Ich hau mal eben. So, hier steht. Genau, kannst du das reinhauen. Ich pack meine Prime Meat rein. Ein paar Pfeile habe ich noch. Will die einer haben hier? Ich bräuchte einen Bogen. Ja, pack rein in deinen Greif. Ich hab noch einen halbfitten Bogen, hab ich noch. Ja, besser als nichts, ne? Wo ist er denn jetzt? Hast du auch normales Fleisch mit rausgenommen? Nee, noch nicht. Ja. Ich hab welches. Ach, du hast, okay. Okay, komm. Nee, wolltest du alles nicht an Prime Meat rausholen jetzt, oder? Nee, das vergammelt ja außerhalb schneller. Okay. Ach, diese Steinbarrieren ist echt mies. Katze ist im Wasser. Katze ist immer noch im Wasser. Ja, ich sehe sie nicht mehr. Sie ist irgendwie ins Wasser gelaufen. Jetzt kannst du hier aufräumen dafür. So, ja. Hinter dir ist noch ein Imp. Ja, ich. Siehst du die Katze irgendwo? Die ist wirklich einfach ins Wasser marschiert hier hinter. Oh, da ist noch ein Imp. Da ist noch ein Imp. Ja, ja, ja. Ach, hier. Katze kommt wieder. I see, aber jetzt. Okay. Oh, das war jetzt taktisch völlig unklug. Was denn? Ach, du bist abgestiegen oder was? Ja, nicht freiwillig. Folgen war noch B, oder? B, ja. Bitter. Bin auch fast hops gegangen damit. Okay, du hast deinen Vogel. Katzi ist da unten noch so ein bisschen ver... Katzi, warum greifst du den jetzt an? Ich hab ihn mir mal geholt, den Vogel. Oh, danke. So, bitte. Ich setz drauf. Danke. Warte. Ja, ich... Moment, ich lande. Ich bin nicht weggeflogen, der flog von selber weg. Katze... Ja, ich hab ihn... Ich hab den noch auf Follow gehabt. Ist weg? Ja, kann ich nicht. Katze ist jetzt wieder im Wasser, ne? Na, dann steig ich kurz auf. Nee, der hebt sofort ab, wenn ich absteige. Der will zu cool, oder? Ja, ich hab ihn auf Follow gepfiffen vorhin, wie gesagt. Du bist weggeflogen, bevor ich ihn... Okay, kann ich? Ja, jetzt habe ich ihn abgepfiffen, ja.
Okay, das Katze kommt wieder. Ich bräuchte dringend mal einen Bogen und Pfeile. Bogen kann ich dir geben. Oder schieß selbst, ihr seid ja jetzt hier, da unten kommt sie, ihr seht. Ja, wenn du mir Pfeile geben kannst, oder war der Couch hatte doch noch welche, oder? Ja, ja, das ist ja. Okay. Hab. Hast du? Jo. Jetzt haut sie nämlich auf den Imps da rum, da ist er erstmal wieder beschäftigt, da kann man eigentlich hingehen jetzt, komm. Was sagt er hier so? Das dauert ewig. Ey. Das schon mit Primeval, ey. Ja. Irgendwie kaum. Guck mal. Achtung, der verliert auch irgendwie kaum Nahrung. Dauert ewig, bis der Nahrung verliert. Der muss doch jetzt mal umfallen, oder? Also ich hänge. Alter. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Weiß ich nicht, hab ich mich gerade auch gefragt. Jupp, leckt. Liegt? Ha! Leckt. Boah! Also, das ist mit meinem Greif nicht in Ordnung, ey. Okay, jetzt muss ich meinen Greif noch holen und dann sind wir eigentlich safe hier. Kannst du meinen Geier noch mitbringen? Ja, kann ich auch. Der steht immer noch oben an der Klippe. Muss die Klippe wiederfinden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wo ist eigentlich nur gerade aus hoch? Sag mal, kann das sein, dass der immer noch auf Folgen von dir steht? Nein, oder? ich hab U gepfiffen, der ist abgefolgt. Ja, aber sobald ich absteigen will, will der irgendwo hin. Wo bist du denn? Hier bin ich. Der hier vor mir? So, steig ab. Ja, ja. So, jetzt macht er definitiv keine Folgen mehr. Scheiße, ich brauch Wasser. Ich muss erstmal wieder zurück zu Xar. Boah, und ich brauch ein Bett. Achso, hast du jetzt auch schon Trog? Nee, Trog haben wir da unten noch nicht, aber das ist auch wurscht. Der soll erstmal Hunger kriegen. Achso, na gut. Bett. So, okay. Dann versuche ich mal, den Greif zu holen. Hat irgendwer noch ein bisschen Fell? Mal gucken. Ja, habe ich. Nee, habe ich nicht. Kann dir Stroh anbieten. Wirst du wahrscheinlich auch brauchen, oder? Ne, nur Fell. Okay, schade. Also zumindest ein Schlafsack. Ich muss mal ganz dringend hier auf die andere Insel mal eben rüber, weil ich bin nämlich halb tot. Ja, ich auch. Aber ich versuch's die ganze Zeit mit den Heilzaubern gegen. Es geht ganz okay. Ich bin gleich wieder da. So, wie geht's denn unserem ersten Patienten hier? Ja, dauert ewig. Der hat jetzt ungefähr, ein Viertel. Vielleicht sogar eher ein Fünftel. Ah, ne, ein Viertel ist es wohl. Das sieht aber schick aus, oder? Also. Ja. Ach, also hier unten im Wasser lässt sich aushalten. Aber hat nur 1920 Leben. Gar nicht so viel, wie ich dachte, obwohl, naja gut, dafür, dass er nur 84 ist. Ich dachte, das ist schön, dass es sich da unten aushalten lässt. Ich müsste hier auch mal langsam weg. Ich habe nämlich auch gleich kein Wasser mehr. Mach das doch, ich bin jetzt hier. Okay. Ah, hier ist ein Imp. Nee, mach das nicht. Jetzt. Ja, ich muss irgendwie, warte mal, ich muss mal gucken, dass ich die Viecher von da oben runterkrieg. Dein Vogel war definitiv da oben auch auf der Klippe, oder wie? Der stand da noch eben, ja. Okay, also mindestens mal ein Greifen habe ich mal. Ich schau mal, wo dein Vogel ist. Okay, und wenn der da jetzt nicht steht, steht er wo? Da oben auf der Stand. da hinten steht was. Ist. Nee. Ah, beziehungsweise der Couch, bist du jetzt gerade rübergeflogen, oder? Ja. Kannst du mir ein paar Blümchen mitbringen? Blümchen bringen fast nichts. Ich hab das eben schon probiert. Klingt so komisch. Also ja. Mind bringt es schon. Ja, ein bisschen. Coach, kannst du bitte ein paar Blümchen pflücken am Rückweg? Ja. Bring doch, Xar, ein paar Blümchen mit. Hier ist kein Vogel, es tut mir leid. Aber doch eben noch da. Ich fahre hier gerade wild follow überall. Ich hab hier keinen Vogel. Also, das ist eigentlich fast geradeaus hoch vom Strand. Ey, da wo mein Greif stand, das ist ja da, wo wir geschossen haben. Ja, es kann sein, eine Klippe weiter links stand. Der allererste Punkt, wo wir gelandet sind. Ach so, Moment, warte mal, warte hier. Ja, ach, da, wo du nicht dran kamst. Genau. Ja, okay. Ja, Blümchen ist jetzt so eine Geschichte hier. Ja, auch nicht ganz richtig. Ich hab was bestimmt an einem Friedhof oder irgendeiner öffentlichen Anlage. Hey, ein Geier ist ein bisschen dumm, aber sonst ist er gut. Hier ist kein. Ich bring. Frisch. Warte mal, Blümchen habe ich erstens ein paar. Kann ich hier mal 40 Stück von abgeben, das ist kein Ding. Und Hide und Fell habe ich auch. Kannst du auch haben. Dann können wir nämlich einen Schlafsack bauen. Genau.
So, Vogel incoming. Ja. Greifen die ab. Ich will doch nur landen. Hast du ihn wirklich abgepfiffen? Nee, nee, ich hab gesagt, pfeifen dir doch ab. Oh. Das ist immer gut, dass die Kommunikation hier passt. Ja, ist wichtig. So, in meinem Greif ist das ganze, ganze Gefälle. Und du faule Sau. Wie gefälligst du dem anderen da oben? Das ist Arbeit. Haut, aber kein Fell. Da ist Fell. Nein. Doch. Nein. Ankommen, ach nee, das Ankommenheit. Ja. Das sieht so fällig aus, weißt du, die Ankommenheit. Ja, ja, aber nein. Ja, okay. Braucht schon Baumfell. Ja, sofort. Bin gleich da. Soll ich eben welches holen? Jo, wäre auch eine Idee. So mal eben schnell, weißt du? Ich jetzt. Was passiert denn eigentlich, wenn man nicht schläft? Fällt man da tot um oder schläft man einfach ein? Nö, dein Mana sinkt. Oh ja, gut, ist ja nicht schlimm. Und ich glaube, du verlierst auch ein bisschen Leben, aber es ist nicht sonderlich dramatisch. Leben habe ich nicht mehr viel, das wäre schon dramatisch. Immer nur zu einem Baum. Baupo gibt's, glaube ich, auch ein bisschen. Für über Zeit. Ah, das wäre eigentlich logisch, dass das Torpor gibt und du dann irgendwann bewusstlos umkippst. Fängst an zu plästern hier auf der Lava-Insel, fantastisch. Ja, so super. Doch gerade sehr praktisch. Wie viel Dings braucht man eigentlich? Huch, wackel hier nicht so rum. Also für einen Schlafsack, 8 Stück, glaube ich. Oh. Jo. Ah! 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 Spiel! Nein! Halt! Was? Halt! Stopp! Hör auf! Ich war noch irgendwie, hat er mich noch, Alter, er hat mich noch irgendwie verbunden gehabt mit dem Tiger. Was? Ja, ich hab, als wäre da noch ein Pfeil mit Seil drin. Ich bin hier fast wieder zurückgezogen worden zur Lava-Insel, dachte ich gerade. Ich bin hier rumgespackt wie Sau gerade, das ist unglaublich gewesen, okay. Hatte schon ein wenig Angst um das Spiel. Also ich hab mal unten einen Futtertrog hingestellt. Fantastisch. Ich bring jetzt, mit was hat man Fell rausgekriegt? Mit der Sense oder mit den Dolchen? Kannst du auch mit dem Greif, das siehst du auch gut aus. Nee, Axt gleich nicht. Ja, Fell ist mit der Sense. Da kriegt man aus einem Schaf ein paar 30. Du brauchst 65 reichen, gell? Ach, ja, mit 65 kann ich ein richtiges Bett bauen. Ja, perfekt. Wo bist du denn? Aber dann bräuchte ich auch noch ein bisschen Gras. Gras? Ja. Was sagt er jetzt? Was? Wie? Wo? Wo bist du denn? Bei dir. Da siehst du, guck mal rein da in den Greif. Oh ja. Wofür bin ich jetzt losgeflogen? Ich hab doch gesagt, ich hab, aber nein, ich fliege doch eben los, ich hole es auch noch was. Ja, du brauchst ja immer so lange, bis du fertig geschminkt bist. Und wir haben ein Männchen und ein Weibchen, Tiger. Weißt du, es gibt, wie was? Ja, das heißt Wild Male Molten Tiger und das unten ist ein Wild Female Molten Tiger. Was? Ja, bestätige. Okay. Was? Seit wann gibt's hier? Das stimmt, wild männlich. Das ist ja, ich werd ja bekloppt. So, Couch, ich schmeiß dir einen Schlafsack in deinen Crash. Wenn du kannst, dann irgendwo hinpappen. Kann irgendeiner noch ein Lagerfeuer machen hier? Ich hab eine Frage. Ja, krieg ich. Ja. War irgendjemand mit Dingsbums unterwegs? Wer ist Dingsbums? Ja, ich kann sein, warum. Der folgt mir noch. War ich nicht. Ja, natürlich, ja. Warst du mit welchem denn sonst? Ja, nee, ich bin nur kurz draufgesetzt, hab ihn dann nebendran geparkt und mehr habe ich nicht gemacht. So viel zu pfeifen dir ab. Na gut, okay, bring ich ihn wieder mit, ne? Ja, ich dachte, du hast ihn abgepfiffen. Nein. Weil du da gelandet bist, er ging neben dir runter. Und ich hab ihn auch abgepfiffen, ich hab auch U gepfiffen. Das kommt dazu. Ich hab's definitiv gepfiffen, als ich gelandet bin, aber es scheint ihn nicht zu interessieren. Die Pfeife. Ist ja auch Dingsbums. Glaubst du, der tanzt nach meiner Pfeife? Mann, wir sind hier auf dem Vulkan. Warum ist hier nirgendwo ein Stein? Was? Kannst du nicht die aufsammeln, die hier auf dem Boden liegen? Nee. Hier im Wasser sind
Ach nee, das ist ein Bahamut. Oh. Nee, ist kein Stein, auf den Stein ich auch. Ich hab. Was hast du? Wo bist du denn? Ja. Nee, ich glaube, ich bin schon los. Schon gut, zerlegt. Oh, ich hoffe, ich hab ihn jetzt abgepfiffen. Nee, das war schon zu viel Stress für mich. Was sollte ich nochmal bauen? Ein Trog? Ach ja, ein Lagerfeuer. Trog, ja, Lagerfeuer. Trog steht schon unten. Aber woran sieht man denn, wem die scheiß Viecher noch folgen? Nur mal so. Ja, gar nicht. Was denn? Also da um dich rumkreiselt, würde ich sagen, ja. Ja, jetzt habe ich eine extra nochmal auf mich gepfiffen. So, jetzt müsste aber eigentlich. Coach, ich leg das Feuer, ich baue das Feuer unten am Strand auf. Alles klar. Neben dem Schlafsäckle. Und Koya, ich schmeiß in deinen Greif noch zwei Schlafsäcke. Oder okay. Nein, ich schmeiß in Dingsbums zwei Schlafsäcke, da könnt ihr euch bedienen. Ja. Hat noch jemand Twine und Holz? Holz, ja. Obwohl Twine dürfte ich auch haben. Ach, oder was? Komm, ich geh gerade. Ja, hab ich. Hast du? Dann schmeiß noch einen Greif. Dann kann ich meine Bögen mal reparieren. Wobei Twine ist nicht viel, das dürfte glaube ich nicht reichen. Aber kannst mal schauen. Was brauchst du? Twine, ja, das gut, war das, was Twine. Ich hatte. Twine ist in der Tat nicht viel. Ja, dann gehe ich gerade nochmal holen. Also Garn 70 hätte ich jetzt noch dabei. Ja, hier steht direkt ein Baum. Ich hau es eben um. Ach so. Ja, mit einem Schlag. Ja, genau. Hippo, das hatte ich nämlich auch vorgehabt. Das dachte ich mir. Das, was denn? Habt ihr eine tolle Idee? Ich lasse mich teilhaben. Nee, wir haben eben mal ein paar Steaks auf dem Grill geschmissen. Ja, wir grillen eben kurz ein bisschen. Achso, ja. Warm genug. Wollte ich gerade sagen, nee, damit man nicht so friert nachts hier, ne? Ja. Ja, finde ich auch gut. Die ganze Zeit am Stöhnen, mein Elf. Nichts also, den gewohnt. Habt ihr jetzt aber noch nicht. Soll ich den jetzt mal was reinschmeißen? Das ist ja egal, eigentlich. Wenn du genug Prime hast jetzt? Ach, ich muss doch. Mittlerweile ist es alles vergammelt, ich hole auch mal eben. Im Wasser ist ein Bahamut. Im Wasser ja, oder wenn der zu nah runterkommst, bist du sofort unten vom Greif. Marsch, ich suche hier den herrenlosen Bahamut. Ah, der ist doch tot, der Bahamut, den brauchst du doch nur. Ja. Ach, der ist schon tot? Oder? Ach nee, der ist nicht tot. Der kühlt sich nur ein bisschen ab. Ja, da bin ich auch schon drauf reingefallen. Ja, gut, das ist Level 4, also. Ja, den schieße ich mal kurz an hier. Alter, ich kann auch aus dem Wasser rausziehen. Achso, ja, so geht's natürlich auch. So, ich komm. Einmal bitte entladen. Ja, komm her. Ah, Klotz gegen Klotz hier. Cool. Da ist auch noch ein paar andere Dinge mit rausgenommen. Prime raus? Ja. Andere Dinge? Ja, Seil habe ich mit rausgenommen, Stein, das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Okay. Okay. Yep. Ja, dann haben wir jetzt noch so 3-4 Stunden Zähmzeit. Mindestens. Hat Oma eigentlich schon nachgeguckt, ob der noch hat? Also der hier unten hat jetzt schon sofort ungefähr ein Drittel voll. Ja. Naja, ich guck sofort weniger. Was macht denn der oben? Ja, hab ich gerade gesagt. Hat er da schon wieder was reingeschmissen? Ne, ja, da fliege ich gerade mal hoch. Ich hab nämlich gerade Prime. Jo, dann. Ich hab auch noch was. Ja, nett, dass der da oben jetzt ohne ist, ne? Jo. Ja, gut, ich mein, Fleisch so gut. Werdet ihr ja drin gehabt haben, ne? Ey, jetzt fliegt mich hier wieder einer um. Ja. Oh, Prime ist da auch noch drin. Fleisch. Oh, Fleisch hat aber irgendwie. Hat er das Fleisch rausgefressen oder so? Eigenartig. Aber auf jeden Fall war da noch drin und er ist bei. Naja, ein bisschen mehr als die Hälfte hat er schon. Bonn hat mir gefallen. Ja, was denn? Ist doch okay. Ich meine, klar, es sind ja nun mal. Ja, ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem 120er Greif, den wir. Ne? Ja, der ging schneller. Ja, gut. Ja. Sag mal, Motzen auf hohem Niveau. Dafür ist es halt auch nicht nur ein 120er Greif, sondern ein geiler Lava-Tiger. So ein richtig seltenes Mega-Vieh, was du nie reiten wirst, sondern was nur da rumstehen wird, weil es schön aussieht. Also, das Vieh wird sowieso ohne mich niemand reiten. Bitte was?
Ja, wenn ich dafür keinen Sattel baue, reitet hier niemand. Ach so. Du glaub mir, für das fange sogar ich an, Sattel zu leveln. Ey, okay. find den schon ziemlich schick. Oder? Ja, der ist auch toll. Also. Ja, der ist auch echt schick. Ist nochmal eine. Was hat denn deiner da unten für ein Leben? Oh, 35 Minuten sind wir schon. Müssen wir gleich mal aufhören. Was der an Gesamtleben im Moment hat? Unten der 96er, ja. 1920. Der hier auch. Ist das ein Standardwert? 700 Stamina. 650. 270. Das nächste? Das ist Hunger. Okay, dann. Weiß ich nicht, was dann ist. 150. Das sieht aus wie eine. Nee, Hunger ist da drunter. Das war nicht Hunger. Da oben, das ist. 170 war nicht Hunger. Das ist Mana. Das ist Luft. Ja, das ist, glaube ich, echt Mana. Achso, genau, nee, 270 ist Luft. Also genau, ja. Dann 3600 Nahrung. 3,59, 60, Fressack. Und dann kommt es langsam interessant. Unten kommt Gewicht, der Damage. 396 und 195 Damage. Boah, 165 Damage hat der hier nur Sacksicht. Okay, ich nehme den 96er, danke. Ja. Das ist halt ein Weibchen, das muss austeilen können. Das stimmt. Okay, gut, das war jetzt mal eine ultra lange Folge, aber ich denke, es war ganz spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten dann eben wieder und dann mal schauen, was wir dann auf die Beine gestellt bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.